Raus mit der Knete, Leute! Was? Hast genau verstanden. Gebt mir euer Geld. Hey, Mann, ich schieße. Wollt ihr uns überfallen? Das glaube ich nicht. Glaub es lieber, sonst bist du tot. Gebt mir euer Geld. Oh nein. Nehmt den Koffer, da ist reichlich Bargeld. Nein, nein, der gehört mir. Mach keine Witze, Mann. Wir wollen Geld und keine Akten. Okay, nehmt das Geld, aber das Portemonnaie ist ein Andenken. Wir wollen alles, beeilt euch. Oh, kommt, Leute, lasst uns wenigstens den Führerschein und die Urlaubsfotos. Und unsere Hundemarke. Scheiße, das sind Bullen. Ihr seid ganz schön bescheuert, Jungs. Was glaubt ihr eigentlich? Dass wir alle in Uniform rumrennen und ein Auto fahren, wo Polizei draufsteht? Sekunde, Leute. Augenblick mal. Ich bin einer von euch. Ihr seid verhaftet. Ihr habt das Recht, die Aussage zu verweigern. Alles, was ihr tut oder sagt, kann gegen euch verwendet werden. Ihr habt das Recht auf einen Anwalt. Hey, gebt mir eure Kanonen, aber schnell. Weißt, den könnt ihr euch angestellt. Unsere Waffen. Scheiße. Also, klar, ihr habt das Recht auf ein Frühstück. Außerdem habt ihr das Recht auf ein Getränk nach freier Wahl. Das alles wird aus der Kantine geliefert. Also Leute, ich will euch das mal erklären, ja? Ich würd mich lieber von so einer puppligen 22 erschießen lassen, als von meiner 38. Ihr seid da sowieso schon verhaftet. Macht's nicht noch schlimmer, Jungs. Noch eine Bewegung und das Ding hier geht los. Wäre es unangemessen? Ich meine, dürfen wir sie überhaupt umpusten? Ich glaube schon. Wir sind doch Polizisten. Genau. Hey. Weißt du, dass das Ganze im Elternhaus anfängt? Ja, alles eine Milieufrage. Nein, diese neumodische Mengenlehre macht sie und verrückt. Und treibt sie auf die Straße. Fertig? Ja. Du hast 6-mal daneben geschossen. Was redest du da für ein Quatsch? Die Windschutzscheibe sieht aus wie ein Sieb. Nein. Entschuldigen Sie bitte, Sir, das waren meine 6 Schüsse. Ich weiß nicht, wo du ihn gefeuert hast, aber wegen mir mussten die da Steuer rumreißen. Deinetwegen bist du behämmert. Ja, jeder weiß, dass du immer zu niedrig schießt. Du hast doch neulich aus Versehen ein Flugzeug abgeschossen, nicht ich. Also, ihr beiden Arschgeigen seid Quatsch nicht dazwischen, ich rede mit einem Kunstschützen. Also, wenn du dir mal von hier den Schusswinkel ansiehst. Sieh dir an, mit wem ich hier rede, mit dem Superschlau.